Scheiße, meine letzte Karriere, wenn ich weiß, was mache, dann hole ich mir diese Magical Chest. Zack, 2000 Gold. Oh, irgendwas Goldenes. Irgendwas Goldenes. Zweimal Schussgenauigkeit. Alright, right, right, und willkommen zurück zu Football Strike, den neuen Mobile Game mit Fußball und Sporttaschen, wo man Karten und Bälle freiziehen kann, die man hochleveln kann, ähnlich wie bei Clash Royale. Das ist irgendwie absurd, aber macht irgendwie auch süchtig, finde ich. Neue Haare, damit fliegen die Bälle dann noch schneller. Magnat, okay, kein Level, nee, den will ich nicht benutzen, weil vor kurzem hatte ich etwas Glück, leider nicht in der Aufnahme gelandet. Ich habe einen seltenen Ball bekommen, oh ja, oh yeah. Guck, der Samba aus Brasilien, der hat Kraft 2, eine Kurve 2. Ist ein seltener Ball, hat auch schön gefunkelt, als man die Kiste aufgemacht hat. Beziehungsweise die Sporttasche. Sorry, es ist eine Sporttasche. Zack, lass uns diese Sporttasche aufreißen. So viel Sporttaschen kann man doch gar nicht... Oh, wieder was Seltenes. Und Schussgenauigkeit auf Level... bald auf Level 1. Beziehungsweise 2, wenn ich noch eine sammle. Aber noch ein seltener Ball. Wenn es jetzt Samba wird, dann kriegen wir noch ein Level up für den Ball mal drin. Und... Premium-Frisur. Okay, das ist lame. Das ist mega lame. Wir haben eine Premium-Frisur, die ist lila. Toll. Die bringt absolut null, aber die ist halt Premium und sie ist selten. Wow. Es wird bei Clash Royale wahrscheinlich auch irgendwann reinkommen, dass man Skins freischalten kann, die halt keinen spielerischen Vorteil geben, aber kosmetische. Warum nicht? Warum nicht? Zack. Nochmal Frisur. Nein, ich habe Premium-Frisuren, aber die nehmen wir. Ein paar Armschoner. So, die fangen wir mal an zum Freischalten und jetzt machen wir die große Tasche auf, die Achter. 8 Stunden Goldtasche. Oh, 4 Karten gleich. Okay, klassischer Ball 2-mal. Können wir hochleveln. Okay, Knieschoner benutzen wir mal. 6 Münzen. Und nochmal 800 Münzen. Ich meinte 6 Scheine. Verbessern wir den klassischen Ball? Ja, komm, verbessern wir. Standardball kriegt 1 Kraft mehr. Ist halt immer noch schlechter als mein Samba-Ball. Aber ich sehe schon ziemlich aus wie aus einer Love Parade oder sowas. Schon ziemlich ja bunter Vogel. Wir haben so einen Armschoner, lila Haare, blaues Trikot, gelbe Shorts, ein nice Ding. Könnte inzwischen eigentlich Klasse 6 spielen. Ich bräuchte dafür nur 250.000 Gold. Dazu müsste ich in Klasse 3 erstmal besser werden, was ich immer noch nicht bilden. Da sind so Medical davor und die sind kacke. Alright, wir fangen mal an. Bams, bewegte Ziele. Und traust du dich nicht auf die bewegte Ziele, Kleiner, oder was? Ich bin Stenja Helio, das Fliegen... Oh, 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 David. Oh, der hat mir gesnatcht, der hat mir gesnatcht. Alright. Ey, 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 Kollege. Jetzt aber gut, ne? So, zack. Alright, alright. So, der holt sich die Ecke, ich hole mir die bewegte Geschichte. Und Falomsa, nice, super geladen. Ich bin auch super geladen. Foms, nice. Viererball, so, es wird immer weiter. Wow, ich war schneller, ich war schneller. Er hat so einen schönen Twist reingemacht, aber ich war einfach schneller. Ich hol mir die Points. Ah, der hat mir den gesnatcht. Nicht gut. Wenn er snatcht, verliere ich die Punkte. Und er kriegt den Zeitvorteil. Aber egal, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Das kriegt er nie mehr ausgeglichen. 34 Punkte, mein bunter Peacock-Vogel ist, ist stark. Wir haben eine Premium-Frisur. Das macht... Das ist auch nicht etwa eine Magical Chest, oder? Nein, das ist eine Profitasche. 2000 Gold, 11 Gems oder 11 Dollarscheine und 2 Karten nur. Eine Premium- oder VIP-Karte zu finden. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob da noch mehr Folgen rauskommen von dem Spiel. Deswegen würde ich eigentlich schon fast in Versuchung sein, das jetzt aufzumachen. So, rein in die Karriere. Rein in die Karriere. So, Bams. Erster bewegtes Ziel. Er holt sich die Ecke. Ich finde die Ecken gar nicht mal so gut. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das holen. Oh, der war... Alter... Alter Kollege, nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wie heißt es so schön? Zielscheibe vor Bro oder so. Ho vor Bro. So, Bums, bewegtes Ziel. Und, oh, habe ich die in etwa weggenommen? Na, das war die Rache. Das, ah, der hat schon... Dude, hör auf mir die Zielscheiben zu klauen. So, okay, beide daneben. Wir sind beide Kacknoobs. So, bewegtes Ziel. Ich bin super geladen. Und schießt daneben. Ist das zu fassen? Oh, Gott sei Dank ist da noch was gespawnt, ey. Gott sei Dank. Okay, ich führe aber sehr schwach. Er verfehlt Gott sei Dank. Nice, wir sind drin. Alright, knapp, aber gewonnen. Ja, nur einen Stern. Ganz vergessen, im Karrieremodus muss man ja Sterne holen. Sterne, Freistoß. Eine oder weniger gegnerische Tore. Okay. So langsam habe ich die Freistöße ein bisschen drauf. Bisschen. Es ist aber noch immer so, dass der Torwart manchmal echt nicht reagiert. Egal wie du... Wow, 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 wow. Wow, im Aus, sehr schön. Was war das für ein Trick? Paneka, okay. Okay. Ja, das war der Paneka-Trick. Ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt habe, aber ich hab den. Zu... Oh,
Bums. Okay, das könnte mein Ding sein. Oh, das war viel zu kurvig. Oh, der hat ihn gehalten. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, zack. Stenja Hilo. Stenja Hilo hält das. So, wir machen mal so einen Puff. Ah, der war viel zu weak. Ich dachte, er wird eine schöne Kurve machen, aber der war richtig lahm. Oh, Tor, verdammt. Verdammt. Ich muss mal ein Tor machen. 9. Ah, da. Wenn ich den jetzt halte, habe ich es gewonnen. Come on. Verschieß einfach, verschieß einfach. Bam! Stenja Hilo! Seht ihr, so langsam habe ich den Dreh raus. War eigentlich eine lahme Runde. Kriegen aber 3 Sterne. Die Sterne bringen aber bisher nichts, ne? Trefferrennen. Mit diesmal muss ich 35 Punkte holen. Kriege ich da hin. Ich bin... Zack. Aber ich fand es schön, dass man so einen kleinen Trick machen konnte vorhin. Das war nett. Das war sweet. Komm schon. Der heißt nur Player 10. Ich bin auch Player 10. Warum heiße ich Player 10? Wieso kann ich nicht Gast heißen? So, keine einzige bewegte Zielscheibe. Okay, ich bin super geladen. Nein, der snatcht mir den weg. Wo sind die bewegt? Oh, Glücksball. Nice. Ich habe Glück gehabt. Zack. Oh ja. Bams. Okay, der wird schief. Aber volle Kanne in die Mitte. Leute. So geht das. Zack, super geladen. Okay, der wird... Der flog gut, ne? Der flog echt gut. Ich muss langsam den Stich richtig hochziehen, damit das so weit kommt. Alright, hab gewonnen, aber keine 35 Punkte. War aber ziemlich knapp, ne? Oh, ne, geht. Stenja Hilo! Neue Stufe. Können die sich auch bewegen, weil das ist irgendwie... Zack. Ich wollte jetzt mal ein bisschen üben, aber im Übungsmodus, beziehungsweise im richtigen Spiel bewegen die sich auch. Das ist ja total mies. Weil wenn die sich nicht bewegen, ist das ja Pillepalle. Da sucht man sich einfach die Lücke dazwischen. Da, guck. Zack, so what? Such sie dir einfach die Lücke und dann muss so Lücke da rein damit mit dem Ball. Geht schon. Ja, nimmst du hier, zack. Aber im Online-Modus haben die sich bewegt und das war nicht cool. Zack, oh, das war die Lücke. Da war die Lücke. So, zack, in die Ecke. Ja, wie gesagt, das ist ja alles andere als schwierig. Das ist eigentlich eher easy. Sehr easy. So, zack. Okay, raus hier. Wie viel? Soll ich nochmal 5000 oder 2500 verwetten? Ich glaube, ich verkack's. Aber es ist der schwere Modus, das ist, er ist Level 14, der hat wahrscheinlich schon 100.000 Matches von denen gemacht, seht ihr, da bewegt sich alles, so, zack, okay, daneben, und, okay, getroffen, warum sind auf einmal die Dinger verschwunden, so, zack, und warum hat er da so ein Schmackes drauf, ey? Ziel doch mal ein bisschen gechillter, Mann. Ziel mal gechillter. Okay. Oh, Doppelkopf. Alter, der hat richtig Kurve drauf. Und da sieht man einfach den Unterschied, was die Erfahrung ausmacht, ne? So, zack. Ich kann aufholen. Oh, der hat mir den gesnatcht. War klar. War eigentlich klar, dass er den holt. Zack. Okay. Aber der hat schon so einen immensen Punktevorteil. Das ist... Ich verliere schon wieder. Das ist ein Tier. Seine Bälle drehen sich und ich krieg noch hier einen Kopfball. Zack, okay, hab noch aufgeholt, aber keine Chance. Seine Bälle sind geflogen, das ist wie bei Tsubasa oder sowas. Oder die Kickers, die schießen die Bälle, da dreht sich das Ding einmal im Kreis und dann fliegt er erst geradeaus oder sowas. Der hat auch eine Premium-Frisur, wenn ihr mich fragt. Klasse 4 hört sich sogar recht leicht an. Das sind nur bewegte Ziele, aber 60 Sekunden. Und okay, ich muss mal vielleicht 10.000 ansammeln. Okay, wisst ihr was? Ich jam die Kiste auf hier. Scheiß drauf. Meine letzte Karriere, wenn ich weiß, was mache, dann hole ich mir diese Magical Chest. Zack, 2000 Gold. Oh, irgendwas Goldenes. Zweimal Schussgenauigkeit. Wird ein schöner Fußball. Eine VIP-Captain-Bandage. Alright. Das ist cool. Cool, ich bin jetzt Captain. Es bringt nur nichts. Okay, da scheint ein neuer Modus zu sein. Da gibt es einen blauen und einen roten Ball. Mal schauen. Zack. Das spielt schon. Verstehe, ich werde kein Freund von diesen Freistoßgeschichten, weil, zack, geht doch. Es ist irgendwie komisch, man darf erst mit dem Finger auf das Ding drauf, wenn der Ball erst geschossen wird und du darfst ihn nicht vorher halten und dann wischen. Das ist schon mal mega seltsam und wenn du das Timing verkackst, sprich, wenn du den Finger zu früh drauf drückst und dann wischt, dann fliegt der Penner nicht. Dann will er einfach nicht fliegen und das ist doof. So, noch einen Schuss abhalten, zack. Alright, sogar 3 Sterne. Stenja Hilo. Woo! So, ich habe für euch 11.000 Münzen angesammelt. Hab ein bisschen gefarmt. Ich will in Deutschland spielen. 10.000 Startergeld. Absolut dumm. Ich habe null Erfahrung mit dem Ding.
Die anderen Leute werden irgendwie 50.000 Stunden schon drin haben, kickern das Ding wahrscheinlich mit 5.000 km/h gegen das Tor, aber ich komme hier an als kompletter Kacknuff. Okay, der ist nur Level 7, finde ich gut. Und es steht eine Menge Geld jetzt auf dem Spiel, vor allen Dingen für mein Geld. So, zack, come on. Okay, der wird bestimmt gut sein, der wird bestimmt gut sein. Deswegen sind wir besser, oder? Der klaut uns hier schon mal die ersten Dinger, das ist nicht gut. Er kommt im Vor... Das ist mies. Ich verliere. Wenn er jetzt keine groben Fehler macht, habe ich keine Chance aufzuholen. Oh, er hat einen groben Fehler gemacht. Und zwar hat er einen Zielscheibe... Er hat sich gegen mich gestellt. Ich werde so verkacken. Steht so viel Geld auf dem Spiel und verpasst meinen Superschuss. Zack, okay. Zack, alright. Ich muss schneller sein als der Typ, okay. Ah, verdammt, ey. Okay, der hat richtig Power drauf, aber ich habe auch Power drauf. Zack, verfehl einfach. Nein, der verfehlt auch nicht. Okay, ein Schuss noch. Was auch immer ich gerade für eine Kurve geschossen habe, es war... Ich habe so scheiße geschossen. Ich habe so richtig schlecht geschossen. Ich hätte es noch aufholen können, aber ich war irgendwie voll hibbelig drauf. Das ist eigentlich total machbar, aber jetzt habe ich keine 10.000 Münzen mehr. Nein, ey. Er hat auch viele Fehler gemacht. Das war eigentlich total easy. Das sind 6, was hatte ich da? 26. Ich schaffe manchmal 40 Punkte bei den Geschichten. Aber vielleicht ist das die Karriere schon von Senja Helio. Vielleicht ist sie schon beendet. Vielleicht habe ich meine Zenit meines Erfolgs erreicht. Und ich habe in Deutschland gespielt, bin Captain geworden und habe einen Ball aus Brasilien geklaut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Hinterlasst mir doch mal einen Daumen hoch, wenn ihr Spaß dabei hattet. Auf die zwei Kasten rechts drücken. Da findet ihr weitere Videos und gebt mehr Flosser. Flop.